Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock. Ja. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Eieieiei. Neues Ziel. Gehe zu Fontaines Fischerei. So, Schmuggler. Eieieiei. Ja, wir haben... Oh Gott, und wir haben ja kein... Stimmt ja. Ich gucke gerade auf die Hilfsanzeige und wir haben kein... wir haben nicht ein bisschen Leben. Und ich hoffe, wir finden irgendwo... Hallo? Konnte ich hier nicht gerade noch... Halt... Ach so. Okay, ach, hier kann ich jetzt die Plasmide auswählen und wechseln. Und ich hatte mich schon gefragt, wo das geht. Ach, das geht nur an den Automaten. Das ist natürlich interessant. Ach so. Eieieiei. Okay, ich lasse das, glaube ich, aber erstmal so alles stehen. Wir haben ja bei den Technik-Tonik haben wir noch gar keinen Plasmid gefunden. Da müssen wir mal gucken. Dass wir da mal demnächst mal eins finden. So, was haben wir hier? Ach, Game Rank Upgrade Austausch. So, was haben wir hier? Hacken. Wir hacken mal das Dingen. Und hoffen wir mal, dass ich hier ganz schnell, so schnell wie möglich... La, 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 la. Das wird knapp. Aber ich denke mal, dass wir das hinkriegen. So, der nach da. Müssen wir was haben für nach oben. Das haben wir schon hier. So. Ja, nach hier ist immer gut. So, jetzt wollen wir noch einen für nach oben. Den haben wir hier. Und so eine Kurve. Wo haben wir die? Hier. Jawohl. So, dann haben wir die Preise nämlich auch günstiger. Und dann können wir uns nämlich ein paar Verbandskästen kaufen. So, 9 Stück. Dann nehmen wir direkt einen von. Hahaha. So, komme ich jetzt. Oh, warte mal, Kissen und. Ach, ich kann die Kissen hier untersuchen. Nein, ich will. Hallo? Ich würde gern. Hallo? Ich. Hä? Warte mal, wie wechsle ich denn jetzt nochmal? Nein, ich wollte die. Ach so, okay, genau. Ich wollte die Waffe wechseln. Wieso kann ich denn die. Wieso kann ich denn die Kissen nicht. Hä? Konnte ich nicht gerade noch die Kisten irgendwie durchsuchen oder so? Ich bin mir da... Ah, Leiche durchsuchen. Ah, guck mal an. Bandagen gesammelt. Hä? Verstehe ich nicht. Hi, Craig. Welcome to the Let's Play Live Show to the Live Let's Play Bioshock. Ah, hier. Ah, ist nichts drin. Es hat sich auch voll gelohnt jetzt. Bratpfannen, ich grüße dich. Willkommen zum Live-Let's Play. So, da gucken wir mal. Nee, ich würde gerne wechseln. Ich würde gerne, genau, Echo-Bolt. Ah, Sicherheit geht jeden etwas an. Mhm, 91 Tage ohne Unfall. Was krabbelt da in meinem Garten? Hallo? Und 9 Follower. Vielen, vielen Dank für den Follower. Was war das? Guck mal da oben. Da oben leuchtet irgendwas. Kann ich das runterschießen? Ach, wie geil. Okay. Verbandskasten nehmen wir auf. Munition auch. Aha. Schrott, ja. So. Ich würde gerne wieder die Schrotflinte wählen. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Mhm. Naja, wenn man arbeitet, auf jeden Fall. So, hier können wir uns heilen, aber wir haben eigentlich genug. Wir haben ja wieder.
Oh, das ist eine Little Sister. McCracken-Krabben. Eieiei. Ach, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. In Rapture? Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie hergekommen. Einen kleinen Moment, Schüchter. Ist das Wasser? Nein, ne, oder? Da ist Wasser. Anti-Person-Munition, warte mal, was habe ich denn? Tonischer. Habe ich keine Panzerbrechen dann? Ah, hier, Panzerbrechen. Mal gucken. Du fetter Walfisch, gib sie raus! Was? Fetter. Wow, Alter. Zeig mir deine eingeschlagene Fresse, Blechnik! Ich schieße auf ihn, aber das bringt mir nichts. Ich weiß nicht warum. Okay, ich wechsle die Munition nochmal eben. Alter. Aua, aua, Alter, la. Huha, Alter, huha. Ach, da unten ist so eine. Oh Gott, ach, da unten ist so ein MG und ich wundere mich schon. Er nimmt zwar Schaden, aber irgendwie nicht genug. Alter. Er geht aber nicht drauf, ne? Ah, den kriegen wir. Den kriegen wir. Alter. Den kriegen wir down. Jawohl. Was ist das denn? Ist es der da oben, der die Granaten? Der schmeißt ja nur die Granaten. Und hier unten war noch so ein dämliches MG. Boah, hier geht das aber zur Sache. Alter Schwede, huha. Wir sind gleich tot. Ich weiß es jetzt schon. Wir sind tot. Aber sowas von... Ich sehe nichts. Wie kann ich mich denn, wie ducke ich mich denn nochmal? Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Wie ducke ich mich denn nochmal? Tannenbaum möchte ich belohnen. Diese Belohnung steckt in einem Teddybären, den du bei den Gatherers Garden findest. Ah, okay. Wie ging der nochmal ducken? Nein, das wollte ich gar nicht. Okay, dann machen wir es halt so. Ist egal, ist nicht so schlimm. Ich treff das Ding von hier aus überhaupt nicht. Aua. Dafür habe ich Medipacks gekauft, um die jetzt direkt zu verbrauchen. Ist natürlich auch geil. Ah, guck mal an. Was haben wir denn da? Neues Körpertonikum. Medical Expert. Medical Expert verbessert ihr Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Verwenden Sie Verbandskästen nie wieder ohne Ihren besten Freund, den Medical Expert. Beschreibung. GS Marvin Eve. Achso, genau. Das war ja das gewesen. Und was war das hier? Verbandskästen verleihen auf Eve. Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie wenig besonders. Ich nehme mal das Haus dafür. Alter. Konnte ich mich nicht ducken? Ich schaue nochmal eben in die Steuerung. Ducken ging das gar nicht? Warte mal, springen, interagieren, nachladen, Munitionswechsel, Hilfe, Plasmid abfeuern. Ich konnte mich nicht ducken? Ach doch. Ich befolge. Alter. Du Monster! Oh, was ist das? Aua! Alter, was? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Was ist was, das? Was ist mit ihm denn für einer? Okay.
Okay. Dann haben wir jetzt ein bisschen aufgeräumt. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Ruhe. So. Okay. Ich wollte da unten eigentlich nochmal lang, weil... Hallo, ducken? Weil ich hier nochmal ein bisschen Munition oder sowas nachschauen möchte, ob wir was kriegen. Ach, guck mal einer an. Wisst ihr? Die Spritze finden wir auch. Und ein Tonband. Sehr schön. Bis auf Weiteres sind alle Taukugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt kann nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich gerne diese Nietenpistole aufnehmen, aber leider ist es nicht möglich. So, nehmen wir mal die Flinte, komm. Vielleicht haben wir da... Alter, was... Jetzt sind da schon wieder welche. Was ist denn hier los? Wo kommen die auf einmal alle her? Jesus liebt mich, das weiß ich, weil es in der Bibel steht. Was? Ah! Ah! So. So, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Da ist eine Kiste, da ist nie was drin bei dem Typen mit den... Oh, der liegt auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Da ist nie was drin bei dem Typen mit den Granaten, ne? Das ist... Ah, Andrew Ryan quatscht schon wieder. Was haben wir hier? Was ist hier? Ach so, okay. Mhm. Ah ja. So. Lalala. Oh, die Kiste schwebt. Sehe ich jetzt erstmal. Ich glaube, mit der Flinte bin ich ein bisschen besser bedient als wie mit dem... Ne, warte mal. Panzer brechen wollen wir dann die normalen. Lotzensöhne. Ich höre schon wieder eine Kamera. Hey! Und Zirkus. Der Superlative. Fontänenfischerei. Ich glaube, wir sind schon da. Was haben wir hier Schönes? Verbandskästen. Alter Schwede und Munition. Okay. Lassen wir alles noch. Nee, Zigaretten brauchen wir nicht. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ah, hier ist der Teddybär. Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns... Oh. Ah, neues Plasmid. Mhm. Hypnoise Big Daddy. Brauchen Sie einen Bodyguard für Notfälle? Unser neues Hypnoise Plasmid wird ein Big Daddy täuschen, sodass er Sie schützt, als wären Sie eine Little Sister. Boah, das ist ja geil. Alter Schwede. Das mache ich mal. Bei Telekinese. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss Sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Oh, geil. Alter Schwede. Das ist ja geil. So, was haben wir hier noch? Gesundheitsupgrade. Mhm, Eve. Was haben wir denn hier noch? Security-Expert. Verringert die Geschwindigkeitsgrad beim Hacken von Geschützen, Bots und Kameras. Kostet nur 20. Mhm. Okay, erhöht den Schaden, den Sie bei Kameras trotzdem hinzufügen. Du erhältst ein wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Nimblas Zieldummy erzeugt einen Köder, der Angriff von dir weglockt. Zorn macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen außer dir angreifen. Das klingt auch lustig. Das hier, den Schwierigkeitsgrad beim Hacken finde ich ganz geil. Das machen wir mal. Und, reduziert die Fließgeschwindigkeit beim Hacken. Das machen wir auch mal. Finde ich irgendwie ganz geil. Alter, was? Willst du mich verarschen? Alter. Gibt's doch gar nicht. Will mal in Ruhe ein bisschen lesen? Klick, klick, klick. Okay, hier ist nichts. Okay, da hinten ist eine... Okay, verstehe. Da hinten ist eine Maschine, können wir hacken. Ich probier's mal. Nein! Uah.
probieren wir mein Glück. Vielleicht klappt das ja. Schauen wir mal. So, müssen auf jeden Fall nach oben kommen irgendwie. Da haben wir schon mal für nach oben. So. Kam uns gerade recht, dass wir das jetzt umgepopelt haben alles. Wo haben wir es denn? Ich brauche noch so eine Kurve. Da ist noch eine Kurve. Und dann brauche ich noch den. Und dann sind wir fertig. Jawohl. Läuft. Mal eben hintergucken. Ich glaube, wir müssen sogar hier lang. Bin mir da gar nicht. Also, mach doch was. Aua. Boah, wie die hier rumschreien, ist ja unglaublich. Alter Schwede. So. Da haben wir das. Okay. Ich liefere keinen anständigen Kampf. Ich habe hier meine Kanone. Ah, Zirkus der Werte. Haha. Da oben liegt irgendwas drauf und leuchtet was. Seht ihr das? Da ist bestimmt Munition oder so. Hier auch. Ah, MG-Patronen. Sehr schön. Nice. Pistolenmunition haben wir auch wieder. Wie kommen wir denn da oben dran? Kommen wir... Wie kommen wir denn da oben... Kommt man da irgendwie durch? Würde mich jetzt mal brennen. Fischlein. Fischlein. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Hacken, Code eingeben, Tastenfeld. Alter Schwede. Gibt es hier irgendwo vielleicht einen Hinweis, wo wir den Code herbekommen? Schau gerade mal, was ist das denn hier? Aber was eine geile Fischfabrik, ne? Muss man ja mal sagen. Also, Bioshock, ne, ist immer noch so geil. Sehr schön, nice. Können wir alles gut gebrauchen? Achso, okay. So. Ich frage mich, wie wir da hinkommen. Da scheint man irgendwie von da. Von der Seite irgendwie. Müssen wir mal gucken. Würde mich jetzt mal interessieren. So. Gucken wir mal. Irgendwo höre ich auch die Kamera. Ah, wahrscheinlich von hier, oder? Kann das sein? Kann ich hier rüberspringen? Ich zerstöre lieber mal die Kamera. Bevor die nachher Alarm auslöst und wir hier mega... Ärger haben. So. Was ist das denn? Den können wir gut gebrauchen, wenn wir den hacken. So, wir müssen nach unten, ne? Dann bahnen wir uns mal einen Weg nach unten, in der Hoffnung... dass wir so schnell wie möglich da unten hinkommen. So, jetzt bräuchte ich noch... Wo haben wir denn noch so ein Ding? Ah, hier. Und dann brauche ich noch den. Und dann sind wir fertig. Jawohl. So. Voll geil. Jetzt haben wir wieder so einen kleinen Helfer für uns. Und jetzt kommen wir auch hier dran. Was liegt denn hier? Ach, Pistolenmunition. Guck mal einer an. Aber wir haben genug. Limit erreicht. Und wir wollten gucken wegen einem Hinweis für diesen, Zahlencode. Ich frage... Huch, Mann. Halte nach Digipad nach rechts gedrückt, um... Folge dem Hinweisschildern zu Containsfischerei. Achso, nee. Ich würde gerne einen Hinweis sehen. Hier waren wir noch nicht. Für diesen Zahlencode da. Aha. Sehr schön. Wo geht's? Wo sind wir denn jetzt?
Er hat eine Wa... Er hat eine Wa... So. Ach, mit Telekinese kommt man da dran. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ach du Scheiße. Mit dem hätte ich ja gar nicht erwartet, jetzt, dass da noch einer ist. Hat er eine Little Sister dabei? Nee, ne? Nee, dann... Weil einen haben wir ja schon erledigt. Mit Telekinese kommen wir da dran. Ist wahrscheinlich jetzt gemeint damit den Zahlencode, ne, oder? Hier geht's auch noch irgendwo weiter, weil hier liegt auch noch eine Eve-Spritze. Boah, das ist alles so lange her. Okay, Austausch. Telekinese. Damit können Objekte, zum Beispiel Granaten, abgefangen, Schilde gehalten werden und weggeschleudert werden. Heben Sie. Ach ja, stimmt. Stimmt. Damit können wir ja Gegenstände hochheben und so. Stimmt. Danke für den Tipp übrigens. So.